Ja, hallo, ich bin Max, ich bin Art Director hier auf dem Projekt Battle Planet Judgment Day und das? Ich bin Henning, ich bin Programmierer auf dem Projekt und wir wollten uns mal kurz zusammensetzen und ein paar coole technische Aspekte von dem Spiel euch zeigen. Genau. Jo, und du hast das Spiel schon mal gespielt? Ich habe das Spiel schon mal gespielt, ich bin fürchterlich schlecht, trotz der Tatsache, dass ich Entwickler bin. Deswegen sind die Controller bei mir auf jeden Fall in der richtigen Hand, während Henning euch gleich ein paar technische Aspekte zeigt, die wir hier gut anhand dieses momentanen Gameplays präsentieren können. Genau, das coole Ding an Battle Planet ist, dass wir eben unsere komplett eigene Render-Pipeline haben. Also die gesamte Beleuchtung in diesem Spiel ist quasi komplett custom, damit es eben optimal auf diesem kugelförmigen Level funktioniert. Das heißt also, von Unity, der Engine, mit der wir arbeiten, gab es nicht ein System, was direkt so für runde Planeten zugänglich oder benutzbar war, eben weil das ein sehr besonderer Fall ist. Es gab leider keine Engine, die speziell für runde, die für kugelförmige Spiele Out-of-the-Box-Sachen hat. Genau, wir mussten relativ viel selbst bauen. Wir mussten auch das Pathfinding zum Beispiel selber bauen und mussten ein bisschen Custom Physik und eben Gegnersachen machen, weil Sachen fallen bei uns auf den Boden. Aber natürlich soll kein Gegner von der Kugel runterfallen. Genau, und das ganze Lighting mussten wir halt auch selber machen, weil wenn wir jetzt eine normale Lichtquelle hätten, dann wäre eine Seite des Planeten immer im Schatten. Und theoretisch ist es natürlich auch realistisch, ja. Und am Anfang hatten wir auch solche Pläne und dachten, das wäre ganz witzig, aber dann hat sich herausgestellt, dass es nie so richtig gut aussieht. Und gerade im Splitscreen, wenn Leute auf verschiedenen Seiten sind, aber trotzdem keiner im Schatten sein soll, dann macht es einfach quasi mit normaler Beleuchtung überhaupt keinen Sinn. Ja. Und in der Entwicklung hast du mir erklärt, dass es mathematisch auch gar nicht mal so einfach, Sachen zu berechnen auf einem runden Planeten? Genau. Also ursprünglich war mal die Idee, dass wir quasi dass wir das Level sozusagen auf einer Ebene bauen und dann so auf die Kugel, um die Kugel quasi rumbiegen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das alles viel schwieriger als gedacht ist und wir wirklich das Spiel quasi komplett wirklich auf dieser Kugel bauen müssen. Mhm. Und viele der üblichen Grafiktricks funktionieren darauf nicht, weil ich quasi nicht einfach ein Quadrat nehmen kann und um diese Kugel einmal rumstülpen kann, ohne dass es irgendwo ganz doll verzerrt ist. Und das ist noch so ein Grund, warum wir ganz, ganz viele Sachen selber bauen mussten und uns ein paar spannende neue Sachen ausdenken mussten. Erklär mir nochmal, warum der Planet jetzt gerade von außen diese blaue Färbung hat und dann grün wird und im Zentrum das Ganze heller ist. Für uns als Artists auf dem Projekt ist es ja so, dass wir das hand-authern können, also da wirklich die Lichteinstellungen direkt nochmal mitbestimmen können mit einem relativ einfachen Trick. Genau, das ist eine der coolen Sachen an dem Projekt. Also das Level an sich, ich kann es ja mal kurz ausmachen, das Level an sich hat keine Farbe, das ist einfach nur grau. Und was wir dann machen ist, es gibt diese Beleuchtungstextur. Und die kann wirklich das ist hier der Untergrund quasi, und die kann wirklich in Photoshop editiert werden. Und da habt ihr dann eben euch alle möglichen Texturen überlegt und gesagt, okay, ich male mal quasi eine Kugel sozusagen, die außen bläulich ist, dann so ein bisschen dunkler wird und in der Mitte dann eben diesen hellen, keine Ahnung, Grünton hat. Ist das grün? Weiß nicht, wie Farben heißen. Das ist ein Grünton. Genau, und das sind dann einfach Dinge, die man beliebig, quasi malen kann von Hand. Und dann werden die sozusagen einfach um den Planeten einmal rumgebogen. Und der Vorteil daran ist, dass es eben überhaupt nichts damit zu tun hat, wie Licht eigentlich funktionieren muss, sondern es ist einfach quasi, es wäre aber schön, wenn es hier am Rand irgendwie wenn quasi der Rand irgendwie noch ein bisschen bläulicher wäre, dann kann man das da einfach reinmalen. Und am Ende gibt das eben diesen ganz coolen Look, der sehr, sehr handgeauthert ist. Und zusätzlich dazu haben wir sogar noch die Möglichkeit, die Sachen im Hintergrund, also die Planeten, die man jetzt hier auf der rechten Seite gerade sieht, in derselben Textur mit einzufärben. Genau, da ist am Rand so ein kleiner, da ist quasi der Randbereich, der bestimmt sozusagen, wie die Planeten in der Umgebung eingefärbt werden. Kann man hier sehen, die sind dann auch, die sind auch an sich grau. Ja. Und das coole Ding ist, wir haben quasi, also im Endeffekt haben wir diese Low-Resolution-Textur. Die wird einfach einmal um den Planeten rumgebogen und auf alles sozusagen draufgestülpt. Und das ist im Endeffekt schon, wie das Lighting grundsätzlich funktioniert. Und das Coole ist, das ist jetzt auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wenn wir uns die Textur mal angucken, dann kann man sehen, wie quasi bestimmte Gameplay-Sachen, zum Beispiel Schüsse, aber auch Jump-Pads und so weiter, in diese Textur noch kleine Punkte reinrendern. Das ist quasi, wie wir lokale Lichter machen. Du kannst ja auch mal schießen, dann sieht man, dass auch die Schüsse des Spielers, genauso wie die Schüsse der Gegner und andere Sachen, zum Beispiel das Jetpack, damit da quasi noch reingehen. Mhm. Und das Coole daran ist, dass all diese Lichter eben sehr, sehr cheap sind
weil es eben keine echte Beleuchtung ist, sondern in Wirklichkeit ist es einfach nur ein kleines Objekt, was quasi in diese Textur reingerendert wird. Ja. Und es gibt eben einen ganz coolen Look. Man kann es bei den Jump Pads ganz gut sehen. Also es fällt nicht so richtig auf, dass sie auf ihre Umgebung leuchten, aber wenn wir es mal ausschalten, dann sieht man, wie sie quasi einfach nur draufgepackt sind. Ja, und wenn man das Lighting anmacht. Sehr, sehr flach alles. Genau. Und Scene Integration, dass quasi Objekte, die im Level liegen, sozusagen wirken, als ob sie Teil des Levels sind. Dadurch, dass einfach das Jump-Pad ein bisschen grün leuchtet und der Boden der Stelle auch grün leuchtet, wirkt es quasi, als ob es miteinander verbunden ist. Ja, als ob es Teil der Welt ist, das stimmt. Genau. Ein anderer Teil davon ist natürlich, dass es auch Schattenwurf gibt. Man sieht hier auf den Gegnern gerade schön, dass da scheinbar zwei Schattentechnologien miteinander verbunden sind. Kannst du da mal kurz drauf eingehen? Genau, das ist auch noch eine ganz witzige Sache. Schatten generell für dieses Spiel war ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt quasi einfach eine Lichtquelle von vorne hätte, dann würden die Gegner alle sehr, sehr lange Schatten quasi nach hinten werfen, ja, weil es ja um diese Kugel rum geht. Und da haben wir am Anfang mit rumgespielt, aber es hat nie richtig ausgesehen. Und deshalb haben wir unsere eigene kleine Schattentechnologie gebaut, bei der sozusagen die Schatten, egal wo man quasi auf dem Planeten ist, man wirft seine Schatten quasi immer nur senkrecht nach unten. Und ja, das kann man bei den Jetpack-Gegnern ganz gut sehen oder auch bei der Drohne. Und der Witz ist, zusätzlich zu diesen Schatten, die die Form quasi haben, gibt es nochmal so einen kleinen schwarzen Block, so einen kleinen unscharfen Schatten. Das war von dir, glaube ich, requested, womit wir quasi nochmal so ein bisschen faken können, nochmal so ein bisschen indirektes Licht quasi faken können. Ja. Genau. Cool, hier haben wir gerade einen Schneeplanet. Aber es ist nicht nur ein reiner Schneeplanet. Perfekt. Genau. Okay, hier haben wir gerade einen Schneeplaneten. Genau, das ist eine andere Tech, die wir entwickelt haben. Und zwar wollten wir die Planeten ein bisschen mehr Varianz haben. Und deshalb können wir bestimmte Biome auf dem Planeten spawnen. In dem Fall ist jetzt ein ganzer Schneeplanet, aber wir können auch quasi Teile vom Planeten in verschiedenen Biomen eindecken. Und die können sich auch über die Zeit verändern. Also es gibt dann Planeten, auf denen sich über die Zeit quasi Schnee verteilt und ähnliche Dinge. Genau, das Coole bei den Biomen ist, dass sie in Echtzeit funktionieren und sie verändert werden können von Gameplay-Events. Zum Beispiel, kannst du mal vormachen, wenn man jetzt eine Mine sprengt, dann wird in dem Moment auch an der Stelle der Schnee quasi weggesprengt. Und über die Zeit bleiben so quasi Spuren. Also viele Gegner zum Beispiel verändern auch die Environments oder reißen so Spuren rein und über die Zeit bleibt so quasi immer mehr Blut auf dem Planeten und immer mehr wird quasi zum Beispiel Schnee oder Wasser und ähnliche Sachen weggesprengt. Genau, das funktioniert dann auch mit unseren Planeten wie dem Grasplaneten oder unserem Techplaneten. Ja, genau. Jo, was noch ganz cool ist, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass alle Level in diesem Spiel komplett zerstörbar sind. Das kann ich hier mit einem kleinen Cheats... Danke. Sehr gut spielen. Das kann ich hier mit einem kleinen Cheat zeigen. Also man kann an jeder Stelle kann durch Gameplay-Sachen quasi ein Krater gespawnt werden und der kann auch Levelsegmente zerstören. Das heißt, alles, was hier an Bergen sozusagen ist und an Hindernissen, kann durch Bomben, aber auch durch bestimmte Gegner später im Spiel zerstört werden. Und damit dezimiert sich natürlich automatisch mehr Fläche, auf der du gehen kannst im Spiel, bis dann irgendwann am Ende auch der komplette Genau, das wird dann halt, je mehr man spielt, das war auch eine Sache, die wir von ganz Anfang mit drin hatten, auf die wir extrem viel, also die wir sehr, sehr wichtig erachtet haben, dass quasi mit der Zeit es immer weiter, also der Planet immer weiter kaputt geht, bis man irgendwann quasi nur noch sowas hier hat, wo dann quasi, ja, so gut wie nichts mehr vom Planeten übrig ist, was einen natürlich auch immer mehr einschränkt. Und oben links in der Ecke kann man sehen, es gibt so eine Planet Stability und wir können ja nochmal kurz die Wave abwarten und zeigen, was passiert, wenn die Null erreicht. Genau, die Idee ist dann halt, die Bomben rechtzeitig zu entschärfen und wenn man es eben nicht schafft, dann... Passiert das hier. Ja. Also das Level ist wirklich vollständig zerstörbar. Sehr schön. Ja, soweit dann mal der grobe Überblick. Ja, danke, dass du uns erklärt hast, wie die Technik hinter Battle Planet aussieht. Mhm. Falls ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt zu dem Spiel oder auch gerne zu den technischen Aspekten, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder uns über Twitter, Facebook, Discord, die üblichen Sachen erreichen. Wishlist uns gerne auf Steam. Das freut uns immer, wenn wir da sehen können, ob euch das Spiel gefallen hat und ob ihr es gerne spielt. Dann freuen wir uns auf den baldigen Release. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Spielen von Battle Planet Judgment Day.
Was hast du gesagt, was ich sagen soll? Gar nicht. Battle Planet. Judgment.